Ich habe die Möglichkeit gehabt, vor Deutschlandstart für euch VR AirBridge zu testen. VR AirBridge hat Meta bzw. Oculus in Zusammenarbeit mit D-Link entwickelt und damit soll eine besonders stabile Wi-Fi-Verbindung für Wireless PC VR Gaming möglich sein. In diesem Video zeige ich euch, was im Paketumfang enthalten ist. Und was ich davon halte, werde ich euch auch berichten. Ich habe das sowohl hiermit getestet, als auch natürlich mit einem 5 GHz Router. Habe euch ein paar Vergleichsvideos gemacht und möchte euch gerne berichten, ob ich denke, dass das Teil hier sein Geld wert ist, weil das nämlich um die 100 Euro kosten wird. Ich meine, für $100 wurde es released. Das heißt, wir können da fast von ausgehen, dass es hier 110, 120 Euro kostet. In diesem Video werde ich euch, wie gesagt, von meinen Erfahrungen berichten und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, als erstes habe ich natürlich das Ganze ausgepackt und mir genau angeschaut. Enthalten im Paketumfang ist der VR AirBridge Stick. Der sieht so aus, den habe ich hier auch gerade in der Hand und ich hatte vorher schon Vorgängermodell getestet, weil ich dachte, vielleicht funktioniert das auch. Also das ist hier der spezielle VR AirBridge Stick und jetzt haltet euch fest, das ist der Vorgänger. Das ist der, wo mich auch schon viele angeschrieben haben, DWA X1850. Und da kriege ich auch häufig die Frage, kann man den nicht auch als Airlink-Stick nehmen, weil die sehen doch gleich aus. Und Leute, ich kann euch schon mal sagen, nein, der hier bleibt tot. Der wird von nichts erkannt, den könnt ihr nicht benutzen. Der ist allgemein auch blöd. Weg damit. Das ist hier der AirBridge-Stick, also nicht zu verwechseln mit dem anderen Stick. Nicht kaufen, nur weil der in Deutschland verfügbar ist. Der funktioniert einfach nicht so, wie ihr das möchtet. Sondern ihr braucht den speziellen hier und da müsst ihr warten, bis der in Deutschland verfügbar ist oder euch beispielsweise über so einen Big Apple Buddy bestellen. Sobald das in Deutschland verfügbar ist, bekommt ihr den entsprechenden Link in die Videobeschreibung. So, und jetzt weiter mit dem Unboxing, weil in dem Paketumfang ist nicht nur der Streaming Stick enthalten, sondern auch so eine Art, ich nenne es mal Base Station. Mit einem ziemlich fetten Kabel USB 3.2, wo ihr dann den Streaming Stick reinstecken könnt und mit eurem PC verbinden könnt. Als Standard wird USB 3.2 empfohlen, deswegen habe ich an meinem Mainboard den schnellsten USB-Anschluss ausgewählt. Habt ihr den Streaming Stick eingesteckt, geht ihr jetzt in eure Meta-Software auf eurem PC. In den Geräten seht ihr dann unten, dass ein AirBridge Stick erkannt wurde. Da klickt ihr drauf und dann wird der AirBridge Stick eingerichtet. Der Stick hat einen entsprechenden Namen, so heißt dann nachher auch die Wireless-Verbindung, wofür ihr dann ein Passwort noch setzen müsst. Dann setzt ihr euch die Meta Quest auf, geht in die Wi-Fi-Einstellung und wählt da dann den AirBridge Stick aus. Eine Sache, die ihr beachten müsst, mit diesem AirBridge Stick habt ihr kein Internet auf eurer Quest. Das heißt, wenn ihr den lokalen Browser nutzen wollt, auf eurer Quest, werdet ihr kein Signal bekommen. Ihr seid natürlich mit dem PC verbunden, wenn der PC Internet hat, dann könnt ihr ganz normal bei den PC VR Games online zocken. Aber lokal auf eurer Quest habt ihr kein Internet. Dafür müsst ihr euch wieder mit eurem Wi-Fi verbinden. Durch dieses Problem, dass da kein Internet drauf ist, habt ihr auch eine Schwierigkeit, euch mit Virtual Desktop zu verbinden, weil ihr da nämlich die Meldung bekommt, dass die Oculus-Server bzw. die Meta-Server nicht erreichbar sind. Daher wird bei Virtual Desktop euer PC nicht erkannt. Also könnt ihr diese VR AirBridge zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos ausschließlich mit Airlink nutzen. Das ist natürlich schade für alle Leute, die ein Virtual Desktop Fan sind, aber in der Qualität tut es überhaupt gar keinen Abbruch. Eins müsst ihr dabei beachten, Virtual Desktop müsst ihr natürlich noch für 20 Euro kaufen, wohingegen Airlink als Bordmittel mitgeliefert wird. Also hier gerade für Neueinsteiger würde ich sagen, nutzt sowieso Airlink, weil sich da qualitativ wirklich gar nichts tut und jetzt durch diesen Streaming Stick sogar Airlink noch einen deutlichen Push bekommt. Das, was ich euch jetzt gleich zeige, sind ausschließlich Headset-interne Aufnahmen, weil es jetzt witzlos ist, wenn ich euch den PC-Screen aufzeichne, sondern ich möchte euch jetzt den Unterschied zeigen, wie wird es denn in der Meta Quest 2 dargestellt? Einmal mit dem AirBridge Stick als auch mit dem 5 GHz Netz. Dafür habe ich die Bitrate natürlich richtig hochgeballert auf Maximum für Airlink und habe mir das in der Half-Life Alyx Mod Levitation angeguckt und muss sagen, das sah wirklich, wirklich gut aus. Also ich kann hier für meinen Teil auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung feststellen zu einem 5 GHz Netz. Ich habe die Bitrate, wie gesagt, komplett maximiert. Das führte bei dem 5 GHz Netz zu Fragmenten, zu gewissen Bereichen, die schwammig dargestellt wurden, wohingegen bei AirBridge alles knackig scharf blieb. Das liegt natürlich daran, dass der Router nicht nur für diese Einzelverbindung zuständig ist zwischen meiner Quest und dem PC und AirBridge natürlich alle anderen Geräte, alle Datentransfers, die sonst so anfallen, ausblenden kann. Ihr habt hier wirklich eine direkte 1:1 Verbindung und ein weiterer Vorteil, den AirBridge hat, ist, ihr könnt das auch mal mobil
in den Urlaub mitnehmen, ja? Ihr könnt es an euer Laptop anschließen, euer Gaming-Laptop und dann da zocken, wohingegen so ein Router natürlich auch unhandlich ist, dann seid ihr wieder mit Netzwerkkabel unterwegs. Das Ding schließt ihr hier einfach per USB an euren Computer an und könnt dann beispielsweise auch in einem Hotelzimmer PC-VR spielen, wenn ihr einen entsprechend starken PC da habt. Ja, und da muss ich sagen, natürlich ist das nicht ganz günstig mit seinen über 100 Euro, aber es ist in der Qualität echt Bombe und aus meiner Sicht braucht man jetzt auch keine Kabelverbindung mehr. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied mehr zu kabelgebundenem, also über das Oculus Link Kabel oder Meta Link Kabel oder wie es jetzt auch immer heißt, im Vergleich zu VR Bridge. Und dann habe ich lieber da auf meinem Schreibtisch noch einen kleinen Adapter stehen, anstatt dann kabelgebunden zu spielen. Ein bisschen schade ist wirklich, dass dann Virtual Desktop nicht funktioniert, weil ich es eben sehr komfortabel finde, darüber die Spiele aufzurufen. Aber ansonsten ist es in der Qualität wirklich nicht erforderlich. AirBridge liefert jetzt alles, was wir brauchen in einer super Qualität, können uns wirklich aus meiner Sicht auf den Deutschlandstart dieser VR AirBridge freuen. Und AirBridge funktioniert natürlich nicht nur Bombe mit der MetaQuest 2, sondern ist auch bestens geeignet, um damit beispielsweise produktiv zu arbeiten mit eurer MetaQuest Pro. Da funktioniert die Verbindung natürlich auch einwandfrei. Aber das ist natürlich nicht das einzige tolle Zubehör, was ihr für eure MetaQuest bekommen könnt. Weitere Zubehörvideos findet ihr in dieser Playlist. Und wie ihr das Beste aus eurem PC-VR Wireless Streaming rausholen könnt, findet ihr in dieser Playlist. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie gefällt euch denn VR AirBridge? Wollt ihr es euch holen? Ich bin gespannt von euch zu lesen. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da.